Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristen-Kanal und zuerst einmal möchte ich euch allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Vielen Dank nochmal für all die Unterstützung im letzten Jahr und genau passend gestern an Silvester haben wir die 3000 Abonnenten-Marke geknackt. Dafür nochmal ganz herzliches Dankeschön. Ich werde mir da irgendwas Schlaues nochmal überlegen. Ich hatte sowieso noch was im Hinterkopf, aber da wird es nochmal so ein kleines Special geben. Zum Jahresende gibt es ja sonst überall Jahresrückblick. Das hatte ich aber bei einem anderen YouTube-Kollegen mal gesehen, dass der sich überlegt hat, dass es doch eigentlich ganz schön wäre, die letzten Videos quasi Revue passieren zu lassen. Das werde ich jetzt natürlich nicht für alle Videos in diesem Jahr machen, sondern der hat sich angeschaut, was sind denn so die 10 beliebtesten Videos gewesen, worum ging es da, warum, wie, weshalb. Das werde ich jetzt auch nochmal so ein bisschen einzeln durchgehen. Wie gesagt, Dankeschön an der Stelle nochmal für all die Unterstützung. Und ja, im kommenden wird es dann weitergehen mit vielen spannenden Projekten, habt ihr ja schon gesehen. Da bin ich auf jeden Fall weiterhin gespannt. Und hier geht es jetzt erstmal weiter mit den 10 beliebtesten Videos. Auf Platz Nummer 10 war das Video Alles, was du über Neocaridina wissen musst, eine kurze Übersicht über Zwerggarnelen im Aquarienhobby. Veröffentlicht am 12. Mai. Also gut ein halbes Jahr hatte das Video Zeit, hat in der Zeit 6.600 und ein paar zerquetschte Aufrufe generiert und 66 Abonnenten gewonnen. Das kann kein Zufall sein. Also damit zu starten, ich denke, da werden wir schon einiges an Kategorien finden, was jetzt so sinnvoll ist, also an Videothemen. Und natürlich Allgemeines über Neocaridina ist da ganz oben. Da werden sich jetzt noch die nächsten Videos, denke ich mal, auch drum drehen. Schauen wir weiter auf Platz 9. Dauerhaft bunte Neocaridina Gesellschaft vom 2.3. Also hatte schon etwas mehr Zeit. Hier sind wir bei 6.700 Aufrufen bei 52 dazu gewonnenen Abonnenten auf diesem Video. Und ja, das ist im Prinzip ähnlich wie das andere. Typische Frage, was will ich denn mit Neocaridina? Ich brauche eine Übersicht. Ich will mir überlegen, welche Farbe will ich eigentlich? Dann komme ich sehr schnell natürlich zu der Frage, kann ich mehrere Neocaridina-Stämme, sprich verschiedene Farben aus dem Shop im Zweifel, zusammenhalten, dass es dauerhaft auch bunt bleibt und ich nicht nur so Schlammfarben kriege. Das Fazit in diesem Video war entsprechend, dass man also Bloody Mary, Blue Dream, Blue Diamond, Schokos in dieser Richtung zusammensetzen kann, ohne dass da jede Menge naturfarbene Tiere bei rauskommen, weil die einfach alle aus dem gleichen Stamm basieren oder auf dem gleichen Stamm basieren. Wenn ich nämlich Blau und Rot, also Bloodies und Dreams zum Beispiel zusammenschmeiße, kriege ich wieder Schokos raus und in den nächsten Generationen bleibt das Ganze bunt. Dann kommen wir Aufbau der Zuchtanlage. Ja, das war natürlich jetzt am 23.10.2020. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier drin ist. Ich hätte eigentlich auf 365 Tage eingestellt. Das müsste also eigentlich hier rausfliegen. Wie dem auch sei, ist es klar, dass natürlich solche Videos, die ein bisschen mehr Zeit hatten, ich nehme das jetzt einfach hier mit rein, ja, quasi Vorteil haben. Hinzu kommt es natürlich Zucht auf Zuchtanlage aufbauen ist immer eine feine Sache. Da gibt es auch einige andere Videos zu. Ich denke, das ist ganz selbsterklärend. An der nächsten Stelle ein relativ neues Video vom 1.10., nämlich das Gespräch mit dem Aqua-Owner, mit dem Tobi, der ja gar nicht so bezeichnet werden will, also Tobi von Aqua-Owner. Und dementsprechend, ja klar, es ist zum einen, dass er natürlich sehr bekannt ist, zum anderen ein ganz anderes Geschäftsmodell, diese Reihe Geschäftsmodelle, Geschäft irgendwie, ich sag mal, Aquaristik als Business hatte ich das ja genannt, glaube ich. Das war insofern ganz beliebt und ist hier entsprechend auch mit 7.300, also 7.400 rund Aufrufen vertreten. Garnelen richtig füttern und alles, was dazugehört, ist dann entsprechend auf dem nächsthöheren Platz. Das war vom 19.01., hat also auch ein bisschen Vorlauf gehabt mit 8.000 Aufrufen, auch wie gesagt ganz weit vorne und kommt wieder in den gleichen, ich sag mal, Grundbedürfnisse der Neocaridina, diesen gleichen Pool, da gehört einiges dazu. Ähnlich sieht das mit den Aquarienmoosen aus, die auch eigentlich noch ein bisschen zu früh sind hier, wenn ich mir das anschaue, vom 12., also Dezember 2020, wie gesagt, hier wieder so gerade so eben reingekommen, nicht so ganz korrekt. Aber da sind wir insofern
gut dabei, als dass wir so einen Top 5, ich hatte ja diese Top-Dinge, das kommt auf jeden Fall durch. Wir hatten das ja eben schon mal mit Dinge, die man über Neokaridina wissen muss. Da fehlt jetzt eigentlich noch eine tolle Zahl. Aber hier von diesen Top-Listen waren jetzt die Moose natürlich gut dabei. Da müssen doch noch ein paar andere Dinge folgen. Als nächstes Zwergkanälen, was tun bei Überpopulation? Auch wieder eine typische Anfängerfrage, die häufig gestellt wird. Was mache ich denn, um das zu verhindern, dass zu viele Garnelen in meinem Aquarium rumschwimmen? Mit 8.400 Aufrufen auch recht weit da vorne, allerdings auch schon vom 22.01., also hatte etwas Zeit, diese Aufrufe anzusammeln. Und was ist natürlich die Lösung? Also da würde ich alles über das Futter regeln, sofern ich jetzt nicht irgendwie Tiere abgeben möchte, sehr, sehr sparsam füttern. Dann vermehren die sich entsprechend dem Futterangebot und dem Platzangebot und dann ist irgendwann relativ schnell mal Ende. Dann kommen wir zum Rundgang hinter den Kulissen vom Aquapuristen-Shop. Der allererste, entsprechend auch eigentlich Dezember 2020, gerade noch so hier reingerutscht, obwohl es nicht so ganz korrekt ist. Aber da sind wir schon bei knapp 11.000 Aufrufen, also ein deutlicher Sprung. Hatte ich ja eben schon gesagt, dass diese Rundgänge, Anlagenvorstellungen auf jeden Fall gut sind. Und ich schaue mal gerade, wo der neuere Rundgang dürfte auch relativ weit vorne sein. Bin jetzt auf die Schnelle nicht, aber der war jedenfalls auch entsprechend angenehm, ne? Also da sollte ich vielleicht doch nochmal öfter durch die Räumlichkeiten führen und zeigen, wie es bei uns so aussieht. Auf Platz 2, drei Dinge solltest du wissen, bevor du mit Neocaridina Zwergkanälen startest. Ja, das ist jetzt so ein typischer Clickbait-Titel und es hat natürlich auch genauso funktioniert. Also auch aus Mai 21, 16.000 Klicks, 103 hinzugewonnene Abonnenten auf diesem Video. Ja, ist ein super Video, würde ich mal sagen. Titel her, aber auch vom Inhalt waren da ja die basalen Dinge. Könnt ihr natürlich gerne nochmal nachschauen. Und dann kommen wir zum Platz 1. Und der ist aus dem Februar, hatte also auch etwas mehr Zeit, ist aber auch voll auf der Linie mit den anderen Dingen. Da sind wir nämlich wieder im Aquaristik-Business-Bereich. Und zwar, welche Tiere möchte ich denn jetzt züchten, um sie eventuell zu verkaufen? Oder wenn ich jetzt Tiere haben möchte, wo ich dann sicher sein möchte, dass ich auch wieder loswerde, in Anführungszeichen, woran mache ich das jetzt fest? Das ist so eine Strategie, die man auch als Hobby-Aquarianer irgendwie fahren kann. Das war das Video, was jetzt aktuell das meistgeklickteste ist, das beliebteste Video in dem Sinne. Und damit sind wir jetzt durch diese Top 10 durch. Wie gesagt, für mich auf jeden Fall einige Fazits, ist das die Mehrzahl, mehrere. Jedenfalls ist es klar, dass es einige Punkte gibt, die grundsätzlich gut laufen und die ich definitiv auch noch verstärken oder verstärkt behandeln möchte. Jetzt nicht nur auf Grundlage dessen, dass die halt gut ankommen, sondern vor allem, weil es da auch vermehrt natürlich Nachfrage nach gibt. Irgendwo ist man immer limitiert, also zu diesem Thema Aquaristik-Business kann ich nicht unendlich viele Videos machen. Zum einen, weil mir relativ schnell dann die Ideen ausgehen und zum anderen, weil es wahrscheinlich sich relativ schnell dann auch wiederholt und relativ schnell langweilig wird. Da muss ich also schon, ich habe da schon noch ein paar Ideen, was man machen kann, was auch sinnvoll ist. Aber da kann ich jetzt nicht ohne Ende Videos raushauen. Das wird sich dann relativ schnell erschöpfen. Andere Leute zu besuchen und Dinge vorzustellen, das kam jetzt hier gar nicht so gut heraus. Ist jedenfalls auch vom Gefühl her sehr gut gelaufen. Natürlich die eigene Anlage vorzustellen, das hatte halt entsprechend den Vorlauf und ich bin mir relativ sicher, dass auch die anderen Besuche relativ gut auf lange Sicht funktionieren werden. Und liefen ja bisher schon relativ gut, sind jetzt halt nur in dieser Top-Liste nicht drin. Alles, was natürlich grundsätzlich zu Zwergkanälen ist, ist vollkommen klar, dass es interessant ist, vielleicht weiterhin noch ins Detail gehen, aber auch solche basaleren Videos werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein paar aufnehmen. Und gerade wenn es wirklich, ich sag mal, Anfängervideos sind, die ja auch ein bisschen besser aufbereitet werden könnten, sehr viel Konjunktiv da drin, da lohnt es sich wahrscheinlich auch insofern Clickbait zu nutzen. Also es ist ja klar, dass das drin sein muss, was im Titel steht, aber wenn man da so einen verrückten Titel benutzt, wie ich das in dem Fall jetzt gemacht habe hier, diese drei Dinge, die du wissen wolltest oder so, das habe ich einfach mal ausprobiert, ob das funktioniert und es hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Ich möchte das nicht so haben, dass es jetzt jedes Video so einen Clickbait-Titel hat, aber ja, das wird definitiv so sein, dass also einige Videos ich mir da nochmal genaue Gedanken machen muss oder in Zukunft auch überlegen könnte, wie ich denn die Titel passend zum Video so erstelle, dass da auch drauf geklickt wird.
Ja, ich denke, das sind dann eher die Probleme, die man als YouTuber so hat, wo ich mich jetzt eigentlich nicht wirklich mit beschäftige. Das merkt man häufig auch, aber irgendwann wird das nochmal anstehen. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen. Was war da so am beliebtesten? Und für mich ist das ja auch immer wieder ganz spannend. Was kommt gut an? Wovon sollte ich mehr machen? Ja, jetzt lasse ich das einfach mal so im Raum stehen und sage nochmal vielen Dank für all die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.